So, meine Kinderchen, jetzt sind wir hier wieder bei Olivier. So, Olivier, ne? Würde ich mal so vermuten, ne? So, Essensverteilung. Normale Ration. Gleiche wie Igor. Das ist korrekt. Ja. So. Es ist echt frustrierend gewesen. Guckt mal an. Das Tschernobyl-Reaktor-Dings-Kraftwerk kriegt noch mehr dieses Tschernobyl-Zeugs da drin. Ne? Wo ist denn Olivier jetzt hin? Wir können jetzt sowieso jetzt kein nächste Dings starten. Was ich hier nochmal hinstellen wollte. Wir haben noch Generator. Warum blinkt das hier so scheiße? Einmal ganz kurz. Damit das ein bisschen wandlich ist. Ein bisschen schon soll das hier sein. Haben wir hier einen Tisch? Nee. Wie schön so ein Ölfass eigentlich auch aussieht, ne? Also wirklich. Hier, Tisch wollte ich haben. Holzwand. Nein, nein. Du sollst mir sagen, was das hier ist. Behälter, Gärtner. Ich wollte eigentlich nur einen verkackten Tisch haben. Werkzeuge. Nein. Huch, nochmal. B wie Böllen. Böllen. Warte mal, einmal zurück. Oh, komm schon, B. Das müsste ja denn hier sein, ne? Was ich suche. Hier wahrscheinlich. F. Wie voll toll. Hier so ein Beistelltisch. Aber kann man da im Fernseher draufstellen? Ich wollte... Das ist ein bisschen groß, ne? Aber... Damit wir... Nein. So. Das ist eine Mikrowelle oder mit der Fernseher? Farbfernseher. Denn schon, ne? So, für die pure Unterhaltung haben wir hier jetzt einen geilen Fernseher noch stehen. Das ist doch was, oder? Oh, der fällt gleich runter. Ja, guck mal, hier kann Pöbi Fernseher gucken. So, wir müssen einmal Haie Butzler machen und dann lassen wir Olivier die Quest machen und wir nehmen uns irgendwie nochmal eine andere Quest. Tag 5, Schutzraum. Morgen. Wir haben gut geschlafen, nicht schlecht geträumt. Okay. Was, Olivier? Nee, Olivier. Ладно, Игорь. Что дальше? Wie geht's weiter? Ich erzähle dir. Sieh ihre Ausrüstung an. Okay. Er hat ja eine Waffe, ne? Aber Munition habe ich selber nicht genügend. Aber ich habe noch eine so eine Flinte. Aber zwei ist ja für den Arsch. Brauche er ja nicht. Ego! Nimm mal das! Ne, kann er nicht, okay. Schade. Das wäre super, wenn man die verschrotten könnte. Ihr, der kriegt hier nochmal. Hey, platzier die hier hin. Kann ich nicht? Kann ich nicht? Okay. Also, er hat seine Mission wohl offensichtlich... Da haben wir ganz vergessen zu fragen, ne? Okay. Das Auge von Moskau. Das macht jetzt... Guck mal, uns geht's ja schlecht. Nicht ihn. Zuweisen. Das macht er. So. Roter Wald haben wir schon gemacht. Hafen von Pripyat haben wir auch schon gemacht. Zentrum von Pripyat. Irgendwo in der Innenstadt von Pripyat soll eine Essenslieferung abgeworfen werden sein. Das haben wir noch nicht gemacht. In der Basis bleiben und ausruhen. Aber ich frage mich, warum ist das denn nicht als abgehackt, der Rote Wald? Den haben wir doch eigentlich gemacht. Genauso Hafen von Pripyat haben wir doch auch gemacht. Komm, lass uns das mal machen. Okay. Er macht das. Mission. Genau. Und ich mach das. Okay, los geht's. Bereit. Viel. Was? Ja, Mission starten. Okay. Die Gefährten konnten keine Story-Mission für Igor erledigen. Gehe aber auf Aufklärungsmission. Das ist total albern. Weißt du was? Wir haben einen Fehler in dieser Story-Mission.
Und jetzt kann Olivier diese Story-Mission nicht machen. Oh, ist das... Ah! Entschuldigung. Ach, besorg du uns was zu essen. So. Und ich mach dann den anderen Mission starten. Ja. Erfolgschancen, warte mal eben. 60%, na das sollte er auf jeden Fall schaffen. Я помню этот пионерский лагерь. Кто бы мог подумать, что там же были советские бункеры. Оливер очень хочет с тобой подружиться. Но насколько искренне? Он все-таки наемник. Kann man das überspringen tatsächlich? Но пользует тебе его верность. Das ganze Gelaber? Das Reinladen in die Welt? Das ärgert mich mit den Auge-Moskau-Scheiß, ne? Das ärgert mich maßlos. Dass das nicht geschafft wird. Das ist eine sehr, sehr... Also für mich war es ein Grund irgendwie... Wenn das jetzt mit dieser Mission, diese Mission jetzt auch nicht funktioniert, weiß ich nicht. Also dann kann ich euch sagen, dann bin ich nicht glücklich. Warum befindet sich hier einfach... Oh, Alter, hier die Röntgenstrahlen, hör mal. Warum befindet sich hier auch einfach nichts, ne? Keine Items, kein gar nichts. Er macht immer ein Krrrt, wenn er fertig ist. Was macht er? Krrrt. Okay. Oh. Wir haben auch keine Dings mehr, ne? Keine. Их тут нет! Почему их тут нет? Черт! Угомонись, Андрей. Этим документом больше 30. Er ist in dem Haus. Auf wen schießt er denn da, der Hohlkopf? Ja, okay. Ich hatte das Spiel wirklich diese Gewalt so nötig. Ich meine, die Sturmhaube weggefetzt. Dann siehst du hier wirklich die Schädeldeckel aufgeknackt und dass da das Gehirn da drin liegt. Also das ist echt... Eine Notiz. So. An Merger Kuznetsov. Wie zuvor vereinbart sind alle kritischen Dokumente, Mitteilungen und Berichte bereit zum sofortigen Transfer in den gesicherten Bereich im Bunker 007 Camp Smaragd. Verbrennen Sie den Rest des Archivs sofort. Agent Vornoninova. Ja, genau das. Alles klar. So nicht nie. Nicht gut. So. Hier muss es doch irgendwas geben, dass man, man plündern kann. Ja, genau hinter solchen Tür, die man nicht aufkriegt. Lass mich rein, ich möchte haben diese Sache. Und zeigt er mir, was ist dann? Ah, kriegen wir nicht auf, natürlich nicht. Moment, Gänseblümchen. Motivation. Hielt sie auf der anderen Seite. Auf einmal sehen wir jetzt so voll viele Items. Müssen wir alle wegpflücken hier. Was ist das? Ne, das ist nur eine Brennnessel. Wir nicht so morgen Brennnessel. Aha. Noch ein Löwenzahn. Es regnet, der Tom G wird nass. Es regnet. Oh, 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 wir haben jetzt hier groß Spaß. Ui. Wo ist der Mann? Ich mach... Hier unter durch, ne? Das wäre geil. Digga, ich hänge irgendwo fest. Ich höre seine Schritte.
Aber ich kann... Ah, da ist er. Bla. Tja, oh oh. Er hat es nicht mitgekriegt, dass sein Kumpel abgeknallt worden ist. Oh, hier ist Licht. Guck mal an. Okay. So weit, so gut. Viele Soldaten am Start hier, muss ich sagen, ne? Das ist wirklich wahr. Hauptsache, wir finden immer wieder neue Motivation. Das ist das Wichtigste. Ach, guck mal hier. Hopp. So. Gehen wir hier drauf zu? Ja, da haben wir Dinge übersehen. Ist halt so. Lass uns die Hauptquest machen. Ja, sollten wir da... Oh, ich weiß nicht. Wir sind gleich da, ne? Aber es ist eine Hauptquest. Da wird sowieso noch eine Quest. Dann wird der Hauptquest, Quest, Quest, Quest. Hauptquest, Quest, Quest, Nebenquest, Quest. Wow! Was für ein Labyrinth. Okay. Was ist hier? Ah, guck mal hier, ein Bunker. Ah, nehmen wir mal die AK. V ist Licht, ne? Macht Sinn. V macht V wie Flaschenlampe. Irgendjemand macht hinter uns immer die Türen zu, Alter, ehrlich. Wie gruselig. Gibt's davon da, wo das herkommt, gibt's davon noch mehr? Head no? Ein Durstpolizei noch. Frauen immer, ne? Da mache ich es mir nachher selbst. Это крысиный король подговорил тебя, или ты забрел сюда по ошибке, но я никому не позволю помешать моей священной миссии. Тебе не уйти отсюда живым. Облегчи свою участь. Сделай глубокий вдох и прими свою судьбу. Как там было? Убивай всех! Великий крысолов на небесах узнает своих. Ja, und jetzt? Weil man kann ja so gut sehen hier auf einmal, ne? Wie kommen wir denn hier wieder raus? Wie kommen wir denn raus? Da kommt das Gas her. Schön und gut, dass wir wissen, wo das Gas ist. Unsere Gasmaske ist ja auch bald leer, die Filter. Muss ich hier jetzt warten, das aussetzen oder was? Oder wie läuft das Ganze? Dieses Spiel, das erklärt einem nichts, ne? Geht auch nicht. Kacke!
Wie kommen wir hier jemals wieder raus? Wie doof. Crouchen. Wie lange soll das gehen? Wie lange verspricht er sich denn, dass wir das hier machen? Oh, manchmal ist das auch so albern. Hier zeigt er an, dass ich hier hin muss. Aber was soll ich hier machen, bitte? Öffne doch die fucking Tür, wenn du denn schon hier bist, deswegen. Das finde ich jetzt total unnötig. Sorry, aber das ist total doof. Und wie kommen wir jetzt hier jemals hier wieder raus? Warte mal, da war was. Da stand was. Alter. Okay, so weit, so gut. Hinweise. Meine Fresse. Besprechung mit Agent Splitter und BG Blabla der Telekaffe Pripyat. Genosse Major Stepanov, ich habe eine Besprechung mit unseren Spezialagenten Splitter und BG, einem unserer Mitarbeiter aus dem Kraftwerk, teilgenommen. Das Treffen fand wie geplant an üblichem Ort statt. Ziel war es, BG weiter in unsere Operation einzubeziehen und ihn weitere Informationen über Rodoroti zu liefern lassen. Wir haben BG darüber unterrichtet, dass wir mit dem Kontakt mit Dorothy fortfahren, mehr Informationen über mögliche Verwicklung der imperialistischen Spionageoperationen im Kraftwerk, dem Duga-Projekt, sammeln wollen. BGs Beitrag war bisher wertvoll. Nachdem BG begangen war, besprachen wir unsere aktuelle Strategie im Falle einer ernsthaften Bedrohung der Duga-Projekte. Es wurde beschlossen, alle Archive in allen Orten zu verlegen, falls irgendwas Projekte gefährden sollte, zum Beispiel eine Sabotageakte der CIA, in dem Dorothy eine Rolle spielt. Obwohl Agent Splitter dieser Möglichkeit skeptisch gegenüberstand, falls dies nicht möglich sein sollte, empfehle ich, alle Dokumente aufgrund der von Zeitmangel nicht verlegten werden können, zu zerstören. Die Geheimhaltung dieses Projektes ist höchster Wichtigkeit und falls nach außen dringt, wäre Schaden katastrophal. Außerdem werden wir Teller nicht lange Treffpunkt verwenden, ebenfalls aus Sicherheitsgründen. Agent Wovoninono war. Okay. Ich glaube, die Gasmaske können wir jetzt mittlerweile... Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich glaube, die Gasmaske können wir mittlerweile abnehmen. Что? Почему? Кто бы не шел за нами по пятам, сюда в поисках зацепок. Может, было бы благоразумно... Что? Использовать возможность немного сократить поголовье бойцов НАР? Именно. Слушай, мне в жизни приходилось убивать. Но этот план мне совсем не нравится. Бог знает, кто тут может шариться. Что если в эту ловушку угодит гражданский? Na, komm, lass mal. Lass es. Der hat ja recht. Прав. Слишком рискованно. Не хочу случайно убить самосёла, который просто отправился на разведку. Хорошо. Я рад, что мы договорились. Ты наконец-то мыслишь как настоящий военный. Okay. Wir haben unsere Beziehung zu Olivier verbessert. Das ist schon mal eine sehr, 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 sehr angenehme Sache. Und wir haben die Quest abgeschlossen. Folglich, liebe Kinder. Das mal wieder hier rausfinden aus dem Bunker, ha? Huh? Ja. Hopp. Das war's. Diese Quest ist zu Ende. Wir könnten hier noch Nebenquests machen. Aber ich glaube nicht, dass ich machen werde Nebenquest. Also, ich mache nichts Nebenquest. Also, Freunde. Das war's für heute. Wir gehen zurück zu... Und lass uns noch mal ganz kurz den Olivier anquatschen da. Ab zurück! Beam me up, Scotty! Ja! Brrr. Wir müssten mehr Grün in unserer Base haben, das wäre wunderschön. Mehr Grün, mehr Pflanzen. Einfach mehr Pflanzen zum Durchatmen. Okay. So, Olivier, wie lief es bei dir? Du hast versagt. Okay. Belohnung. Ja! Stabil. Alle Dokumente. Essensration. Normale. Du kriegst mir, Igor. Annehmen. Ja.
Sehr gut. Unser Leben ist nicht so besonders gut, ne? Gut, wir müssen gar nicht mehr mit Igor quatschen, weil er ist, glaube ich... Können hier mal ansappeln? Mal gucken, Igor. Ну что, Игорь? Как успехи в стрельбе? Довольно неплохо. Оливия, nicht Igor. Кстати, Igor sind wir. Спасибо тебе за советы. Ты отличный стрелок, Оливер. Ты всему этому в канадском спецназе научился? Нет, конечно. Чтобы туда попасть, нужно уже кое-что уметь. Я научился стрелять еще до службы в армии. Отец часто брал меня с собой на охоту. Он и научил тебя стрелять? Он меня вообще многому научил. Например, вести себя как кусок говна. Помню, okay. как рассказал ему, что мне отказали в повышении. Er hat ein großes Vaterproblem? Nein. Он даже не разозлился на меня. Und ich würde sagen, сказал, что этого и следовало ожидать. Das ist nur бла-бла. Мы пошли искать место, где можно поставить засидку на уток. И он оказался прямо у меня на прицеле. Он был опытным охотником. Знал, что нельзя так делать. Он задержался передо мной, посмотрел на ружье, потом на меня и улыбнулся. Злобно так. Ja. Старый козел хотел меня спровоцировать. И видит Бог, я готов был выстрелить. Но не выстрелил же. Ты сам себе хозяин, Оливер. Не позволяй суждениям отца управлять тобой. Пожалуй, ты прав, но... Это все еще тяжело, даже спустя столько лет. Окей. Окей. Окей, das haben wir also. Gut, dann haben wir jetzt tatsächlich, wir müssen einen Luftreiniger reinmachen. Und... Den machen wir, wo ist denn hier Luftreiniger? Basisverbesserung. Energieversorgung brauchen wir auch, hat man gesehen. Luftqualität. Was ist das? Beschreibung. Säubere Luft im Schutzraum mit Spezialfiltern und... Dieses Gerät nutzt besonders Wasserfilter zum tödlichen Partikel aus der Luft in der Basis zu filtern. Bessere Schlaf, längeres Leben. Ja. Nicht hier gleich weg. Aber man sollte das schon in so ein Dings machen hier, ne? So, und jetzt... Generator ist immer noch Arsch, oder was? Ach, guck mal, was? Den haben wir jetzt, ne? Ja, genau. Kann man denen... Na, hauen wir den direkt daneben hin. So, ich glaube, damit haben wir jetzt schon mal die alle Anforderungen erfüllt. Das Licht flackert nicht mehr, die Luft sieht sauberer aus. Tatsächlich sieht die wirklich sauber aus, abgesehen von hier unten. Aber hier oben sieht es schon echt ziemlich nice aus. Wow. Was ein Luftfilter bringt. Müssten wir hier unten auch nochmal machen. Aber da bis da unten haben wir uns noch nicht recht gebaut. Das sind ja hier die Schlafplätze unserer Crew. Nee, ich glaube, wir sollen schlafen. So, Kinderchen, das war's für heute. Danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Aha. Ja. Und dann pet es aus.